Tag, Freunde, und willkommen zur vierten Folge von Watch Dogs. Im letzten Part haben wir uns den neuen Anzug hier gekauft, den Schatten. Und ja, wurde von Kollegen von College geschmissen. Also sollte mal lesen lernen. Wäre gleich am besten. Tja, jetzt treffen wir uns mit Bad Boy. Tja, mal schauen, wie der Bad Boy aussieht. Ich bin schon ganz gespannt. Eine neue Welt. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Tja, anscheinend ist es sehr wichtig, wenn er dich treffen. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Okay. Ah, okay. In der U-Bahn treffen sie Bad Boy. Wie ist er, 72? Bad Boy. Was? Bad Boy, 17. Bitte, was? Hinter dir. Bad Boy, 17? Clara. Clara. Ich dachte immer, Bad Boy wäre ein Junge. Keine Frau. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Okay. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest DedSec System Hacks? Ja. Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich mach keine Fehler, keine Angst. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Tja, da ist Bad Boy eine Frau. Tja, wer hätte das gedacht? Okay, ist gewonnen. Neue Fähigkeit freigeschalten. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Cool. Ah, da ist unser Ruf. Wir sind Bürger. Ihr Ruf hat keine besonderen Einflüsse auf die Bürger oder die Medien. Gegte sie die OS-Türme 0 von 13. Okay, interessant. Wir haben 3500 Dollar noch. Und wir sind Stufe 2, cool. Genau, auf Stufe 2 konnte man ja bestimmte Bekanntheitsgrade. Ja, ich möchte hier das mal. Was gibt's hier so? Wie viele? Wir haben 5 Skillpunkte, nice. Können wir uns wieder ein bisschen was kaufen? Gegnerkommunikationsstörung. Hacken Sie Gegner, um sie mit ihren Rückkopplungen in ihrem Headset zu verwirren. Okay. Transformator. Halte Viereck, um Trafos, was sind Trafos? Zu überladen. Und
eine große Explosion auszulösen. Nachts hilft ihnen der folgende Stromausfall, sich vor Gegnern zu verstecken. Okay. Dampfleitung. 3 Punkte. Oh, das sieht cool aus. Was ist das? Nagelsperren. Halte Viereck, um Nagelsperre zu beheben, zu heben und senken. Drücke Viereck, während die blaue Raute blinkt, um Fahrzeuge auszuschalten. Das ist geil. Was ist das? Helikopterabschaltung. Das kaufe ich. Das kaufe ich auf jeden Fall. Hat nicht mal so viel gekostet. Cool. Für wie lang? Also können Helikopter für 15 Sekunden ausschalten. Das bringt mir mehr Zeit. 30 Sekunden. Ich glaube 15 Sekunden sollten für den Anfang dabei reichen. Okay, was kann man hier noch? Zusätzlicher Akku. Ja, das brauchen wir eigentlich dringend. So ein zusätzlicher Akku. Geldautomat, Hackboost. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomat erhält. Nee, so viel Geld brauchen wir eh nicht. Machen wir das dann. So, jetzt haben wir 0 Skillpunkte. Tja, jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager, so Sachen halt. Was ist das? Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude, da wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch, in dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern, lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren, physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Und das verrate ich dir doch nicht. Gerne, ja? Ein Geheimnis. Tja. So wie Aiden komme ich mir auch oft vor, wenn ich mit Freunden mich mal treffe und sie dort noch nie gesehen habe. Das sage ich auch ihnen. So, Bad Boy? Ne? Okay. Puh. Okay. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Alarm auslösen. So, das wird hier jetzt hier eine Schleichmission. Okay. Sie betreten ein Sperrgebiet. Alarm auslösen. Deckung, tun wir mal Alarm auslösen. Das ist nicht normal. Nein, ist es nicht. Nichts Schlimmes zu sein. Okay. Schnell hier in Deckung. Sprengen. Ja klar, sprengen, während ich hier daneben stehe, ne? Ist immer am schlauesten. Okay. Das können wir sprengen. Jawohl, er kommt sogar her. Wer war das? Na, kommt's her. Kommt's her, wenn ihr euch traut. Hier mal Alarm auslösen. Damit die auch herkommen. Ist da eine Oberhand? Eine hier. Kommt's her, wenn ihr euch traut. So. Wie viele sind da noch? 3. Okay, um die Ecke. Schnell. Da hätte er uns fast entdeckt. Vorsicht! Aufpassen! Zack, zack! Tja, das ging
Das war richtig gut. Nee, nicht. Einstein, steig aus. Wollte das aufnehmen? Ich dachte, auf 3 kann man das aufnehmen. Ja, komm. Na, oh, Mann. Heb die blöde Waffe auf. Gibt's doch nicht. Endlich. Hier ein bisschen. Muss man. Aiden, kannst du nicht mal das machen, was ich will? Danke. Okay. Oh, was stand da? Mitglied eines Untergrund-Fight-Clubs. Okay. Ich gehe mir jetzt mal das Hacken. Das Hacken. Habe ich, okay. Sprengen? Nee, natürlich sprengen wir das nicht. Kamera? Müssen wir, glaube ich, nicht hacken, oder? Ah, okay. Ah, verstehe. Hier entriegeln. So, jetzt können wir da rein. Jawohl. Hier können wir Sachen nehmen. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, ja? Sind die perfekte Ablenkung. Okay. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Och, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Jawohl, den Typ konnten wir hacken. Okay. Zwei Leute sind hier nur. Okay. Hä? Oh, hier ist er, ne? Ah, okay, 3. Ah, es werden dann nur die angezeigt, die ich auch gesehen habe. Ah, okay. Das heißt, die könnten mehr sein als nur die. Bleib stehen. Jawohl. Den Typen haben wir eh gehackt, oder? Ah, wir müssen hier hoch. Hu? Was? Hu? Möglicher Sichtkontakt. Was? Ich schau mir das mal an. Ach so, sind. Hier oben sind auch noch welche. Verdammt. Da hätte ich besser aufpassen müssen. Gut, die anderen werden wahrscheinlich alle oben sein. Schauen wir mal. Der hat uns was gesehen. So, nachladen. Dann gehen wir hier hoch. Vorsichtig. Okay, die zwei haben wir. Es lebt eh nur noch der eine. Schau, hier in Deckung. Geh decken. Überraschung. Ha, damit hat er nicht gerechnet. So, da hacken. Okay, jetzt müssen wir dort nach hin. Ja, also, so dabei finde ich Watch Dogs richtig geil. So, bin froh, dass ich das gekauft habe. Also, nur eine Empfehlung wert für euch. Okay. Dann machen wir das hier so. Das müssen wir genau freischalten. Dann so und das so. So. Ich weiß doch nicht. So. Irgendwie. Okay. Ah ja, so. Okay. Passt. Wo ist der Energiefluss? Hier. Machen wir mal so. Dann so. So, genau, dann so, dann so und dann so. Jawohl. Und erledigt. Vorgeladen wegen Tierquälerei. Was? Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung. Das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges Auge. Oh Scheiße. Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn. Ha. Okay, du bist drin. Findest du den Anruf? Gerade. Kalis, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus.
Scheiße, ich muss nachher. Jawohl, den habe ich und das ist der wollte nachfahren. Ach. Na komm her. Ist hier noch jemand? Tatsache da hinten. Scheiße, den habe ich nicht gemerkt. Oh, das sind zwei noch. Einer ist unten, oder? Ja, hier unten. Tja. Denkst du, kannst du dich vor mir verstecken, ha? Nicht mit mir, Freundchen. Cops suchen nach mir. Kommt er nicht weg. Weiß der Zweck, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Cool. Mit James Combs können sie die Entdeckung durch CTOS-Scans durch kurzzeitig unterbrechen, Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder die Polizei zu rufen. Stellen Sie James Combs im Waffenrad her und drücken Sie R1, um es einzusetzen. Okay. Im Waffenrad. Hier. Runter. Genau. Achso, haben wir jetzt schon. Ah, cool, haben wir ja. Wirklich. Cool, dass wir das jetzt deaktivieren können für ein paar Sekunden. Nein! Fuck it. Müssen wir deaktivieren. Sonst hat es uns. Ich das uns auch verfolgt, gibt's doch nicht. Aber immerhin. Oh man! Ah, oh, plus mein Plus-Bonus-Fahrer. Fahrer. Oh. Anstrengend sowas. Zu entkommen, wenn das direkt dann da auftaucht, wo man steht. Fahren wir hier drüber. Ups, falsche Seite. Na? Jawohl. Flucht erfolgreich. Gott sei Dank. So, Akt 1 beendet. 9 Skillpunkt erhalten, das ist auch schön. Und wir sind gleich ein neues Level abgekommen. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz-und-Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Loop. Sei vorsichtig, Aiden. Ah. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn gebounced findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Bevor wir, nehmen wir noch ein bisschen Geld ab. Wie viel? 5 Millionen? Na, wie viel haben wir? $120? Dein Ernst? Naja. Immerhin etwas. Verbrecherkonvoi. Was? Nee, nee. Machen wir noch die Mission. Keine Nebenmissionen. So, Kampagne, genau. Einfach straight zur Kampagne. Oh man, diese kleinen Autos da. Die übersieht man sehr leicht. Trams? Genau. Nicht, dass wir noch zu weit fahren. Wir haben noch eins von dem Blackout, kann man das zur Herstellung Fähigkeit freischalten? Ah, okay, dafür brauchen wir die Fähigkeit. Die Hackergruppe DedSec übernimmt die Verantwortung für die Attacken auf das CTOS-Transitsystem. Züge erlitten Störungen wie zum Beispiel falsche Weichenstellungen, verpasste Haltestellen und wechselnde Geschwindigkeiten. So, dann machen wir die Mission. So, ja, ich nehme schon 20 Minuten auf. Nach der Mission werde ich dann wahrscheinlich wieder einen kleinen Schnitt machen. Danke für den Tipp. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Tja,
Gut, ich schlucke den Köder. Okay. So. Na? Erreichen. Okay, dann müssen wir da hoch. Rüber. Hier hoch. Zack. Voll Assassin's Creed Style. Sprengen? Nee, natürlich, da sprengen wir nicht. So, lala. Jawohl, aktivieren. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Ah. Okay. Gehen wir hier mal zur Kamera. Lift. Zu der Kamera. Ist hier noch irgendwo eine Kamera? Hier. Können wir von da aus das erreichen? Ist hier irgendwo noch eine Kamera, die näher dran ist? Nicht die. Schaltkasten. Junge, der Kamera waren wir ja schon. Brauchen ne. Ah, entriegeln, hier. Okay. Können wir dorthin? Oder ist das zu weit weg? Das ist gleich zu weit weg. Das heißt, von da aus müssen wir wahrscheinlich zu Fuß dorthin. Okay, dann machen wir das. So, hier runter, ich sehe nicht hoch. Da gibt es ja auch eine Kamera irgendwo. Okay, es ist da oben. Okay, dann müssen wir den Lift hier haben. So, eine Kamera finde ich hier nicht. Das. Oh ja, da. Das heißt, dann brauchen wir den Lift hier gar nicht. Und können das von hier aus. Jawohl. Erledigt. Na, war ja nicht so schwer. So, da la. Und jetzt das Hicken. Und wieder so. Okay. Machen wir das so. 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 Jawohl, geschafft. Und noch einmal. Hier ist der Fluss. Ja, okay. Ist das so? Das tun wir mal so. Um das freizuschalten. Dann haben wir das freigeschalten. Dann machen wir das. Upsi. So. Und das irgendwie so. Genau, jawohl. Geschafft. Was zur Hölle ist Was das? Was zur Hölle ist das? Bellweather. Okay. Untersuchen Sie das Apartment. Okay, hier ist eine Kamera. Okay. Schwachstelle erkannt. Hacken, um Geräusche zu aktivieren. Okay, da müssen wir wahrscheinlich zu der Kamera. Und okay. Ich habe auch gelitten. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Oh. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit... Seit dem Vorfall. Du haust besser ab. Oh ja, wir sollten tun, was er sagt. Wisst ihr, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Ein Sniper? Da hätten wir im Böller rufen sollen. Okay. Anscheinend gibt es Ärger. Sollten wir. So ein bisschen denen Angst machen. Oh, ach. Dummy ist ein Sniper.
Geh in Stellung. Kommt her, wenn ihr euch traut. Puh. Das hat gesessen. Ich halte ihn von hier aus. Kann ich das hacken? Hey, ich möchte das da hacken, genau. Nicht das da, das da. Der hat sich da aber hochgeflichen. Okay, hier unten ist noch einer. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich darauf schießen, weil dann spreng, werde ich in die Luft gesprengt. Oh man, das Zielen ist auch so gut. Ah, netter Versuch. Okay, und einer lebt noch hier irgendwo. Oder? Jo. Naja. Upsi, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich gerade rennen. Sola. Das aktivieren wir, falls sie uns hinterher verfolgen. Jetzt brauchen wir schnell ein Auto. Ich bin von der Polizei, ich lerne mir das nur aus. Oh. Sodala. So, neues Fahrzeug verfügbar. Cool. Drohung abgeschaltet. Ausgeschaltet. Ja. Na gut, Damien. Reden wir. Ziel. Anruf zurück verfolgen. Verfolgt. Ah, gleich hier neben uns. Okay. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen, denn ich mache hier wieder einen kleinen Schnitt. Das Video geht eh schon 28 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mache ich hier nur die Missionen. Vielleicht ein paar Nebenquests, falls ihr die noch sehen wollt. Würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich würde mich über eine Bewertung oder Kommentar freuen. Euer Shadow. Ciao. Bis zum nächsten Mal.